Hallo meine lieben Wastelander, ich hoffe euch geht's alle gut. Hier ist wieder der Neo und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine der größten Siedlungen freischalten könnt, die es im Spiel gibt. Ich wollte den Guide eigentlich nicht machen, weil ich davon ausging, dass es wie bei meinem ersten Spiel so ist, dass man da automatisch von der Railroad hingeschickt wird. Ist aber nicht der Fall. Also beim ersten Mal war es so, das ist übrigens hier, Spectacle Island, dass mich die Railroad darüber geschickt hat und hat man das automatisch gefunden, ist man da hingekommen. Diesmal war es anders, diesmal hat mich die Railroad hierüber geschickt. Deswegen vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht. Jedenfalls gehen wir mal rüber, beziehungsweise wir schwimmen. Gleich mal als Wort der Warnung. Nehmt euch irgendwas Großkalibriges mit oder zumindest, wenn ihr es irgendwo rumliegen habt, ein bisschen Fatman-Munition, denn das werdet ihr brauchen können. Hier laufen jetzt ein paar Meyer-Lurks rum, aber das ist noch nicht das Problem. Ah, was für eine Suppe wieder hier. So, als erstes. Ich hätte eigentlich meine Power-Rüstung anziehen können dafür. Laufen wir mal hier hoch. Da sehen wir auf jeden Fall schon, da ist eine Werkbank, aber wir können sie noch nicht verwenden. So, Signalcheckliste. Achte darauf, dass die Kabel zum Generator alle richtig angeschlossen sind. Wir können keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen. Randy. Der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp. Ich würde empfehlen, beim Umlegen des Generatorschalters nicht im Wasser zu stehen. Das Signal wird wiedergegeben, wenn, tja, du wirst es mitbekommen. Sobald das Feedback aufhört, klingt es, als käme nichts aus dem Lautsprechern. Es kommt was. Aber nur die Myalex können es hören. So, das Teil geht natürlich noch nicht. Das heißt, wir gucken jetzt, wohin gehen die Kabel? Die gehen da runter. Den folgen wir jetzt auch einfach mal. Was macht jetzt eigentlich gerade mehr Schaden, was ich habe? Mein Gauss oder mein Raketenwerfer? 304. Ach, da bleibe ich doch lieber bei der Gauss. Wobei da drin können wir jetzt gleich eine Fatman finden. Da liegt sie nämlich. Ich rüste die jetzt einfach mal aus. Ich hätte sogar noch eine bei gehabt. Und jetzt hier einmal umlegen und dann. Ihr hört schon, da ist was Großes. Ups. Also so sollte das auf jeden Fall nicht machen. Das war jetzt. Ja. Das war jetzt nicht so klug. Ich glaube, die kleinen Meyer-Lurks, die schnapp ich mir erstmal mit der Gauss-Rifle. Bevor ich mich dann an die Dame da hinten ran pirsche. So, und ach, konnte ich nicht auf Dance gehen? Geh weg von mir. Die kommt. Die ist zu nah. Bitte lass mich jetzt nicht erwischen. Okay, das hat jetzt gelangt für die Gute. Dann haben wir es jetzt nur noch mit ein paar Meyer-Lurks dann zu tun. Jetzt gehen wir nämlich wieder hier hoch.
Die dürften jetzt hier dann auftauchen. Ja, genau hinter mir, richtig. Und ein Salto rückwärts, da fliegt sie. Die Schiedsrichter geben 10 von 10 möglichen Punkten. Einmal umlegen. So, jetzt kommt nochmal eine kleine Welle. Na, treffen wohl irgendeinem die Rübe hier. Ich kann den Kopf treffen, sehr schön. So, einer noch. Oh, nee, doch noch mehr. Sieht man ja gar nicht mehr bei der Suppe. Ich glaube, da ist er. Das hat aber noch nicht gereicht. Egal, normalerweise jetzt können wir hier die Station nutzen. Und ihr habt diese ganze Insel von einem Ende bis zum anderen für euch zum Bauen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Und noch ein kleiner Nachtrag. Es ist noch nicht vorbei, denn gerade als ich dabei war, hier die ganze Insel zu säubern, bin ich nochmal auf das Schiffchen drauf. Einmal hier rum. Und hier hoch. Und siehe da, eine Glückswackelpuppe. Ja. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal.